Ey, wie Holzende, dein Ende vom 4.3. 100%ige Beweise. Wird ein YouTuber namens Awerks enter, aka Your Only Fanboy, mal richtig schön hops genommen. Und dann würde ich auch mal sagen, fangen wir direkt an. Ist es traurig, dass du kleine Kinder abziehst? Weil hier hat mir ein Community-Member als... Alter, ich schwöre, dieser Schnittstil erinnert mich einfach an meinen früheren Schnittstil, wo ich angefangen habe. Wie geht's dir und deiner Freundin? Sehr, sehr gut. Also, wir chillen jetzt gerade eben. Es ist einfach nur noch entspannt. Meine Freundin schaut gerade das Finale von GNTM an und ich streame halt. Sehr entspannt auf jeden Fall. Screenshot geschickt. Ich habe 2 bis 3 Euro, also hat er dir gespendet und du meintest, er kriegt dir meinen Job per Insta geschickt. Daraufhin hat er dir auf Insta geschrieben, du meinst, ja, ich schicke ihn jetzt und du hast ihm darauf keine Antwort mehr gegeben. Die Fahrt, moin! Unter deinen Insta-Bildern siehst du auch, dass jeder reinschreibt, dass du einfach nur abziehst. Und wie man auch in diesem Beweis sehen kann, dass... Also es ist bisher kein einziger Beweis zu sehen. Dass du sehr gerne Leute beleidigst und ihre Familie den Tod wünscht und hier zum Beispiel an einem guten Freund von uns auch wünscht, dass er angefahren wird. Aber das ist ja auch ganz normal, wie man in deinem Stream schon miterlebt hat, dass du sehr viele Leute beleidigst, unter anderem auch mich damals. Aber die Beweise folgen natürlich auch noch im Laufe des Videos und jetzt fangen wir natürlich erstmal mit den nächsten Beweisen an, weil wir haben hier auf jeden Fall viel auf der Liste stehen. Apropos Beleidigung, wie du siehst, habe ich eine Aufnahme, wo wir mit dir auf deinem Discord-Server waren. Und du hast meinem Freund natürlich den Tod, also du hast ihn gedroht, ihn abzustechen mit ein paar Leuten. Und ich kann jetzt leider, muss jetzt leider natürlich deine Stimme zensieren. Aber ihr Leute, ihr könnt alle sehen, dass Awerks gerade am Reden ist. Und wir sind auch auf seinem Server, also das ist kein Fake. Und deswegen hört euch das jetzt einfach mal an. Ich könnte einfach mit ein paar Leuten zu dir fahren. Also ein Tipp, so mach die Hintergrundmusik weg, wenn du... Wenn du so ein Gespräch hier gerade eben reinhaust, um was geht's im Video um AVX irgendwie, dass er faked und so und 100%ige Beweise. Mir ist scheißegal, ob ich dafür lebenslänglich nicht komme. Ich würde dich dafür umbringen. Und ich schwöre bei Gott, wenn irgendwas passiert, ich stehe vor deiner Haustür und steche deine gesamte Familie ab. Ich schwöre das bei Gott. Du kannst lachen, wie du willst. Lachen, wie du willst. Du wirst es sehen, du machst Hurensohn. Du wirst es sehen, André. Verpisst euch alle. Ey, wie kann man denn sowas sagen? Also er hat gerade eben damit gedroht, er schwört, wenn da irgendwas passiert, dass er die Familie absticht? Das ist nicht zensiert, das ist eine andere Person. Ich habe keine Ahnung, also keine Ahnung, was das jetzt hier ist, aber wenn das jetzt wirklich AVX ist, dann holy shit. Einfach richtig traurig, dass du mit dieser Andeutung kommst, ich komme mit mehreren Leuten vor deiner Haustür und es ist egal, was dir passieren sollst, ob du in den Knast oder was auch immer passieren sollte, dass du ihn und seine komplette Familie abstechen sollst. Junge. Wie geisteskrank bist du eigentlich im Kopf? Wer hat dir so tief ins Gehirn geschissen? Also ihr wolltet natürlich bestimmt auch schon immer den Money-Job haben. Also den wollte ich auch natürlich haben, aber leider ist das Problem, den gibt es nicht. Und zwar hier nochmal ein fetter Beweis. Hast du schon Noah gesehen? Nee, Noah habe ich noch nicht gesehen. Ja, was ist das für eine Musik? Ja, ich weiß auch nicht, was das für eine Musik ist. An alle Leute, die gespendet haben oder Mitgliedschaft erworben haben, würde ich irgendwie empfehlen, auf jeden Fall was dagegen zu machen, weil den Job gibt es gar nicht, wie man hier sehen kann. Ich denke mir die ganze Zeit so, die Spenden, ich denke so, ihr werdet eh nicht eingeladen. Sprich, ihr spendet die ganze Zeit so, Awerks labert 17 Minuten lang von, ja, ihr werdet eingeladen. Die restliche Zeit sagt er, ja, abonniert mich, spendet mir. Und ja, hier kann man auf jeden Fall sehen, dass alle, die etwas gespendet haben, einfach abgezogen wurden. Und somit kommen wir auf jeden Fall schon zum nächsten Beweis. Genau, dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Beweis. Also das, was jetzt kommt, ist auch schon ein bisschen traurig so von dir her. Wir haben ja einen Screenshot, wo dann wieder der Discord-User, Community-User oder wie auch immer uns reinschreibt, dass du ihm, dass er dir wieder im Stream gespendet hat. Und das macht er, hat er auch mehrere Male gemacht. Und du ihm daraufhin gesagt hast, ja, schreib mir auf Insta. Er hat dich daraufhin auf Insta angeschrieben und du hast dann gesagt, ja, ich schicke ihn dir, ja, ich schicke ihn dir. Und bist immer wieder daraufhin aufgegangen. Und dann, nach einer langen Zeit hast du dich wieder gemeldet und geantwortet hast. Du hast gesagt, ja, ein Kollege programmiert noch den Moneyjob. Digga, wo will man einen Moneyjob programmieren? Leute, auch an euch draußen, hört auf, so naiv zu sein. Man kann einen Moneyjob nicht programmieren. Wie will man einen Moneyjob programmieren? Ja, das ist Quatsch. Dann könnt ihr das Rockstar Games machen, okay, aber doch nicht so ein Awerks. Guckt euch den Jungen mal an. Und, ja, also, das ist klar. So ein Awerks, der macht natürlich das Ganze nur, um irgendwie Klicks zu bekommen, um Fame zu bekommen und nicht, um jetzt wirklich den Leuten zu helfen, damit die irgendwelche Glitches durchführen können, um dann unendlich Geld zu haben. Was für Programmieren oder so.
Aber ich finde jetzt auch das Video, ich finde jetzt auch nicht, also diese Beweise, außer jetzt das Video, zum Teil finde ich die echt ein bisschen schwach. So am Anfang fand ich, da war gar kein Beweis so richtig da. Dann so ein bisschen im Discord, okay, könnte man theoretisch auch faken, weiß man nicht. Aber das mit dem, mit diesem, ich steche die Familie ab, wenn es wirklich so war, dass er es gesagt hat, finde ich, ist eine Aussage, geht gar nicht. Also zu keinem Prozent würde ich das dulden. Hast du bist wieder offline gegangen und hast ihn natürlich drauf hingeblockt und auch das ist Oh, richtig Erik! traurig. So, was man hier auch Grüße an sehen kann, Falco. dass dir wirklich alles egal ist, weil seitdem du deine 30k hast, beziehungsweise. Oh, Junge, was ist denn das eigentlich für ein Gameplay im Hintergrund? Sollte das jemand von denen dort gespielt haben? Wie kann man denn wirklich jedes Mal bei der ersten Rampe schon so reinscheißen? Holy Haben shit. wir jetzt einfach mal 20k. Hast du dich komplett verändert? Wieso er 20k hat, darauf werden wir erstmal nicht eingehen. Wenn wir darauf eingehen sollen, Leute, wenn wir weitere Beweise zeigen sollen, Junge, er kriegt's dann wieder nicht lasst hin. auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da und abonniert diesen Kanal. So. Ey, guckt mal auf das Hintergrund-Gameplay. Anders Lost, wie lange will er das jetzt eigentlich schon noch machen? Das Warum geht schon wieder mein Handy an? Seitdem er wirklich die 30k erreicht hat, Leute, hat er sich komplett verändert. Das sieht man hier auch an den Screenshots, dass er einfach die ganze Zeit nur beleidigt. Denen ist wirklich alles egal. Er will einfach nur das Geld. Endlich mal Und hier sieht man es auch. Seht ihr Hier, mal? halt mal deine Fresse, dein Gelaber juckt dir keinen Verstanden. Das hat er geschrieben. Und das war zu einem Moderator oder zu einem Supporter von ihm. Und das ist echt traurig, dass du deine eigenen Teammitglieder beleidigst. Aber das war jetzt einer der harmlosen Beweise. Es geht natürlich noch viel härter. Und somit springen wir direkt zum nächsten Beweis. Warum werden ja verkackt jetzt? Und wenn jetzt verkackte? Genau, und da kommt auch schon direkt der Oh, Lebensbeweis. Mist. Und zwar, Leute, es war mal so, ich sollte ihm ein Alert-Ding, also so ein Alert-Banner schicken, aber ich hab's freiwillig gemacht, ich habe das kostenlos für ihn gemacht, er hat mir nichts gezahlt, also. Hey, wie dumm aber auch. Warum? Also ganz ehrlich, dieser AVX oder wie der auch mal heißt, AVX. Warum macht man überhaupt sowas? Warum will man den freiwillig dahin gehen supporten, wenn man doch sowieso weiß, was das eigentlich für ein Spaß ist? Holy Ich denke shit. jetzt nicht, dass das gerechtfertigt oder so von ihm ist. Er hat mir nichts dafür gezahlt. Ich habe Das ihm das Gameplay. kostenlos oder wollte ihm das kostenlos machen. Daraufhin habe ich. Guck dir das mal das Gameplay an, der verkackt schon wieder direkt beim ersten Mal. Da kriege ich doch Augenkrebs. Vor allem, das war 2019, das heißt, die wussten eh, dass der die ganze Zeit nur Fake-Sachen macht, die absolut lost sind. Geschrieben, ich war bei meiner Familie und ich war halt nicht zu Hause und deswegen konnte ich ihm das auch nicht schicken. Dann habe ich geschrieben, ich schicke, wenn ich also weg bin, also wenn ich so zurück bin. Dann hat er geschrieben, sonst Stress. Ist das klar halt, ne? Ob es klar dann ist. So, allein auch diese Drohung, was für Stress, Digga. Wenn ich hier was, wenn ich gerade nicht Zeit habe, dann muss man das auch akzeptieren können. Aber dass du mir mit Stress dann drohst, Digga, das ist auch wieder schon so eine armselige Sache. Du merkst einfach, das sind einfach schon wieder deine Internet-Eier. So. Das ist einfach ein großes Problem. Ich kriege Aggression bei dem Gameplay, ne? Da muss er jedes Mal wieder von Anfang an das beginnen und dann verkackt er 10 Mal immer bei der ersten Rampe. Obwohl er einfach nur gerade Meiner ausfahren Meinung nach muss. bist du einfach krank und gestört im Kopf. Und dann würde ich sagen, jetzt kommt noch härtere. Nee, das ist so. Wie kann man denn das so verkacken, Alter? Kann mir das jemand erzählen? Ey, wirklich, das ganze Video geht gerade darum, dass dieses Auto nicht diese Rampe gerade ausfahren Der kann. traurige Beweis, was dich wahrscheinlich noch mehr behelfen wird. So, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt krank und aggressiv und depressiv. Kommen wir auch direkt schon mal dazu. Hier erstmal das Screen eingeblendet, wo er Selbstmord begehen möchte. Leute, das sind Mann! keine Fake-Chats. Wir können die Ist Chats das gerne nochmal dumm? irgendwie in einem Livestream zeigen oder so. Weil das er einfach wirklich verbindet. Ja, im Livestream zeigen, da kannst du es auch im Video zeigen, weil du es genauso veröffentlichst und jeder das abfilmen kann. Und dann hast du es genauso ins Internet rausgetragen. Dementsprechend kann das genauso gefaked sein. Ist es Fake Screen, ja oder nein? Nein. Was willst du jetzt machen? Schreib ihm, sag ihm, dass er zurücknehmen soll, bitte, sonst bring ich mich um, bitte. Andrew wird nicht zurückziehen, meint er. Bitte gib alles, Alter. Blendet vom Ey, so Famous lost, so und viel. von seinem Kanal. Er hat wirklich nichts anderes außer seinen Kanal. Ey, der fährt wieder mit dem Auto diese Strecke so beschissen, dass der direkt verkackt. Wie man das hier ganz klar schon sehen kann, er hat geschrieben, sonst bringe ich mich um. Es gab mal so eine kleine Geschichte, dass unser Freund, den wir jetzt namentlich hier nicht erwähnen möchten, er hat ihn einfach gestrikt, also Aviax. Das war eine lange Geschichte, die werden wir jetzt erstmal nicht hier nennen. Genau, da waren irgendwie 4 Strikes im Spiel bei Avex Kanal und er hat geschrieben, sonst bringe ich mich um, rede bitte mit ihm. Also jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt. Hier kann man einfach sehen, dass wirklich. Ich habe noch kein Video gesehen, was so lost ist, allein schon wegen Gameplay. Ich möchte ehrlich sein, wenn was ist und ich lüge und du bleibst mein Bruder, egal was passiert, auch wenn du mich hasst, die Emotionen bleiben in mir, weil ich im ganz Inneren weiß, dass ich dich sehr mag und es tut mir wirklich leid für mein Verhalten.
Was? Was möchtest du? Cola? Möchtest du was trinken? Weil, also wie schreibt er auch, richtig schwierig. Und ich werde auch in mein Projekt dich reinnehmen, dass ich dir alles zu verdanken habe. Du hast mich begleitet, du warst immer hinter mir, du warst immer die Person, die für mich da war. Alter, was ist das für eine Person? Diese Nachricht hat er mir 3 bis 4 Mal gesendet. Und ja, hier kann man auch der sehen, verkackt, er ist wirklich irgendwie, weiß ich, ob das depressiv ist oder was auch immer das ist, aber hier kommt halt diese Nachricht und du bleibst mein Bruder auch, wenn du mich hast, die Emotionen bleiben in mir, bla bla bla. Okay, kennt ihr das übrigens? Wenn ihr an der Stirn schon selber merkt, dass da so eine Ader durchfließt, weil ihr euch so aufregt oder weil ihr gleich Kopfschmerzen bekommt, genau so ist es gerade für mich. Wie kann man denn wirklich, das muss man doch mal mitbekommen, selbst wenn die Steuerung teilweise schwierig ist bei GTA, das musst du doch mal mitbekommen, einfach mal geradeaus auf die Strecke drauf fahren. Aber Leute, das kann man langsam echt nicht mehr glauben, er hat mir das 5 Mal geschrieben. Und ich war Management bei AWERX, ich habe für ihn 4 bis 5 Placements geklärt, die waren auch 3-stellig. Meistens, der denkt wieder, also ist der 2-stellig, dumm. 3-stellig, ne? Gott. Und er hat mir auch damals gesagt, yo, du wirst auf jeden Fall einen kleinen Anteil davon kriegen. Aber Leute, ich habe nach 4 bis 5 Placements, war ein Merch-Placement, also dass er einen eigenen Merch kriegt. Und andere Placements, wo er über, also eine 3-stellige Summe kriegt, habe ich auf jeden Fall nichts davon bekommen, was ich eigentlich auch so traurig finde, weil ich habe auf jeden Fall... Was für Placements in der Größe? Was für Placements? Der macht nur Fake-Zeug. Sag mal, sind die Leute, die da wirklich Werbung schalten wollen bei so einem Kanal, sind die geistig komplett behindert eigentlich? Wie kann man sich so wenig Mühe geben, um zu gucken, was der für Content macht? Man muss doch bloß mal gucken, da steht sogar, wenn selbst wenn das englische Firmen sind, können die doch gucken, Glitch, Money Glitch, dann guckst du da drauf, dann siehst du gleich, das ist kein Glitch, das ist einfach nur Scheiße, was der da labert. Ich habe sehr viel Zeit darin investiert, ihm da Placements zu klären, das hat auf jeden Fall 4-5 Stunden gedauert, um ein Placement zu kriegen, weil die Firmen da bei seiner Größe noch nicht so ausgereicht haben. Aber ich habe auf jeden Fall alles dafür getan, dass er ein Placement kriegt und als Belohnung habe ich wirklich gar nichts bekommen, außer ab und an mal einen Push, aber dafür musste ich ja noch bezahlen, wie er dann mitgeschaut, beziehungsweise ich habe es freiwillig gemacht, aber erst dann hätte er mich gepusht, wenn ich diese Mitgliedschaft gemacht hätte. Und das finde ich auch einfach traurig. Daran merkt man, dass dieser Typ einfach nur ganze Zeit Geld will und es wirklich nichts anderes im Spiel ist, außer Geld und Fame. Aber das kennt man ja schon von damals von ihm, er war ja damals ein Yoli-Fanboy und was am manchen nicht wussten, er ist Holzente. Damals war auch nicht so eine krasse Vergangenheit, aber was er jetzt abzieht, das ist auf jeden Fall viel schlimmer. So, und dass du auch mit Leuten zusammenarbeitest, die deiner Meinung nach eigentlich faken. Hier sieht man, die Screenshots sind schon sehr, sehr alt. Aber die Meinung von dir hat sich noch nicht geändert, weil du sagst es mir immer im Discord-Call. Das geht jetzt an It's Kaiser und PKTV bzw. NoSkin unglücklich. Hier sieht man, hier kann man sehen, dass euer Freund AWERX ja, euch nicht mag, beziehungsweise euch sagt oder euch vorwirft, dass ihr faket. Und jetzt mal an euch jetzt, Kaiser und NoSkin. Ich würde auf jeden Fall aufpassen mit der Person AWERX. Ihr kennt die, glaube ich, schon selber ein bisschen. Und wir haben natürlich auch noch viel weitere Beweise. Aber Leute, auf jeden Fall solltest du dieses Video einfach löschen oder irgendwie von deinem Netzwerk deaktivieren lassen. Dann merkt man auf jeden Fall, beziehungsweise dann wissen wir und dann weißt du selber, das weißt du auch, ohne dass du dieses Video strikst, dass alles, was wir hier gezeigt haben, 100% der Wahrheit entspricht. Es waren sehr viele Beweise dabei, aber wir werden mal so machen, bei 30 Likes, Leute, das ist natürlich sehr viel, weil es ein neuer Kanal ist, machen wir Teil 2 der AWERX-Zerstörung. Das war's auch mit dem Video. Haut rein. Ey, ich bin maßlos enttäuscht. Ich habe zum einen nur die Hälfte von dem mitbekommen, was überhaupt geredet wurde, weil ich habe mich gerade aufs Gameplay konzentriert und ich habe Real Talk noch kein Gameplay gesehen, was so oft hintereinander am Anfang direkt verkackt. Das triggert mich so hart. It's Bullet, mir geht's genauso. Da kriegst du Aggression, du konzentrierst dich aufs Gameplay und da kommt sowas bei raus. Ey, das ist ja unterirdisch, das Gameplay. Unterirdisch, wirklich. Ich mag AWERX und oder Holzente auch gar nicht, ne? Wenn er das wirklich gesagt hat, ganz schwierig. Aber die Hälfte von dem hier, das kann man alles faken, man kann die ganzen Chatverläufe faken. Und das Gameplay, Alter. Dann nimmt irgendeins aus dem Internet irgendein Gameplay, was gut gespielt ist, was free to use ist, und dann kannst du es trotzdem benutzen. Aber das war gerade eben Schuss komplett in den Ofen. Der C-Docs, schön, dass du da am Start bist. Ey, nee. War wirklich kein gutes Video. Und nur